Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und der heutige Zoo, der kommt von Jenny. Und diese schreibt uns natürlich auch wieder eine schöne E-Mail, die ich euch jetzt mal eben vorlese. Hallo lieber Dandy, ich finde deine virtuellen Zoobesuche einfach super und sie haben mich dazu bewegt, auch mal etwas mehr Rücksicht auf die Parkgestaltung zu nehmen. Mein Zoo heißt Wild Adventure und ist an einigen Stellen auch ein kleines Abenteuer. Aber keine Angst, keins der Tiere kann aus seinem Gehege ausbrechen. Der Park ist in zwei Themenbereiche Asien und Amerika eingeteilt. Die anderen Kontinente sollten eigentlich noch folgen, aber ich befürchte, das wird dann doch etwas zu viel. Ich habe 4 kleine Rundgänge ausgeschildert und zwischendurch gibt es auch kleine Aussichtspunkte, die du direkt während des Rundgangs besuchen kannst, da es nur Sackgassen sind. Das Highlight des Zoos ist der Eingangsbereich, von wo aus man in die verschiedenen Kontinente gelangt. Das meiste im Zoo habe ich selber gebaut. Aus dem Workshop habe ich nur ein paar Infoschilder, die schön auf Stein eingearbeitet sind, ein paar kleinere Klettermöglichkeiten und die runden Dächer über den Aussichtsplattformen der Elefanten und Pandas. Der Park ist leider doch ein wenig größer geworden als geplant, da einfach immer wieder neue Ideen dazu kamen. Die FPS waren aber eigentlich noch ganz gut. Also ich hoffe, du wirst keine großen Probleme damit haben. Die Besucherzahl habe ich auch schon auf 500 begrenzt. So, jetzt habe ich aber genug geschrieben und wünsche dir ganz viel Spaß in meinem Zoo Wild Adventure. Liebe Grüße, Jenny. Vielen Dank, Jenny, fürs Einsenden von deinem Zoo. Und genau diesen werden wir jetzt gemeinsam besichtigen. Und schon sind wir angekommen in deinem Zoo. Was machen die denn da? Oh Gott, es spawnen schon die Leute. Was machen die da? Ach, denen ist warm, glaube ich, ne? Wischen die sich gerade Schweiß von der Stirn? Ah, kann gut sein. Auf jeden Fall, wir sind angekommen und ich darf dein Zoo auch hochladen. Das heißt, ihr könnt den in der Videobeschreibung finden und auch mal selber ausprobieren. Finde ich ja mal cool, wenn das in Ordnung für euch ist und ihr es mit in die E-Mail schreibt. Weil, ja, viele benutzen halt die Videos hier auch als Inspiration und so weiter. Und dann ist das, denke ich, immer eine coole Sache. Wir werden dadurch ja alle so ein bisschen besser in Planet Zoo, denke ich. Wow, wie schön das aussieht. Richtig schön hier gestaltet. Von den Felsen her, von der Bepflanzung. Hier oben geht, glaube ich, auch nochmal ein Weg lang. Und man hört plätschern das Wasser. Ich liebe sowas. Oh, da schwebt ein Stein. Da. Ein fliegender Stein. Aber cool gemacht. Cool gemacht. Ganz viel plätscherndes Wasser. Irgendwie sieht das hier so ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Irgendwas ist hier schiefgelaufen mit der Düse, oder? Weiß nicht. Kann sein, dass ich mir das auch einbilde. Aber irgendwie sieht das komisch aus hier mit diesem Wasser, was so wegsprudelt unten. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Sieht aber auf jeden Fall sehr idyllisch hier aus. Gefällt mir. Plätschern auch die ein oder anderen Sachen. Hier ist das auch so. Das schwappt hier so ein bisschen rüber. Kann das sein? Irgendwie ganz komisch aus. Ich glaube, die Düse musst du nochmal so ein bisschen nachjustieren. Da ist, glaube ich, ein bisschen was schiefgelaufen. Aber sieht echt mega schön hier aus. Hier würde ich direkt Urlaub machen. Richtig cool. Auch hier richtig schön gestaltet alles. Ach, wunderbar. Ist echt toll. Aber das hier mit diesen Sprudeldüsen unten, da ist irgendwie... Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, aber irgendwie sieht das komisch aus. Kann doch sein, dass ich mir das gerade nur einbilde. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Aber ansonsten hast du das wirklich schön gemacht. Schöne Felsarbeit, schöne Kombination mit dem Wasser, schöne Bepflanzung, schöne Deko. Coole Idee, dass du hier so direkt eine Brücke machst. Auf jeden Fall ein ganz toller Eingangsbereich. Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott! Hier sind sogar Tiere! Ah, so viel dazu. Was ist denn das für ein Geräusch? Wie cool ist das denn? Das heißt, man kann hier direkt die ersten Tiere sehen. Das ist ein Gehege. Wow, nice! Ganges Gaviale schwimmen hier rum. Ja, Leute, ich wollte hier gerade noch baden gehen. Ich glaube, jetzt würde ich hier doch nicht mehr baden gehen. Sieht aber wirklich mega cool aus. Du hast auch den Grund so ein bisschen gestaltet mit Felsen und so, ne? Kann das sein? Ja, hier auch, oder? Mega cool. Sieht echt toll aus. Wir gehen mal rein. Wild Adventure. Ich habe Lust auf ein Abenteuer, muss ich sagen. Und das sieht ja auch schon mal cool aus. Hier gibt es ein paar Läden. Kann man sich was zu trinken holen. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn es hier so warm ist. Zu essen. Ich finde das schon mal sehr cool mit der Optik hier. Das hast du richtig cool gelöst. Auch mit der Decke. Die Decke sieht sehr cool aus. Obwohl du da nicht mal wirklich Felsen benutzt hast. Du hast die aber sehr gut geformt.
Sieht sehr natürlich aus. Und hast du ja auch mit diesen Seiten sehr schön kombiniert mit den Felsen. Richtig cool. Ich finde sowas ja immer schwer zu bauen, dass es gut aussieht. Also in Höhlen. Sieht aber mega toll aus. Aber du hast ja auch geschrieben, dass das dein Highlight ist. Bin ich ja mal gespannt. Okay, hier ist erstmal eine kleine Futtermeile. Da können die Gäste sich ganz viel Informationen, Essen, Trinken, Souvenirs und so weiter kaufen. Mega cool. Oh, das sieht echt toll aus. Also das hast du richtig gut gemacht mit der Decke. Das gefällt mir richtig gut. Richtig coole Atmosphäre hier in der Höhle. Ich frage mich, ob du hier ausgeleuchtet hast. Also bis jetzt sehe ich keine Lampen. Können ja nachher mal bei Nacht gucken. Ah, hier kann man auch nochmal gucken. Wie cool ist das denn? Das sieht ja auch mega nice hier aus mit den Säulen. Ach, hier sind die Schlafplätze von den Ganges-Gavialen, die wir gerade gesehen haben. Okay, das ist cool. Du hast das hier auch echt cool gemacht mit dem Terraforming. Also das scheinst du echt drauf zu haben. Die Decke ist mega cool. Auch das hier sieht richtig cool aus. Und auch hier mit dieser Kombination mit dem Glas. Das hast du schon toll gemacht. Hier sieht man dann das Schild. Ich glaube, sowas meintest du, kommt aus einem Workshop, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber das sind ja so Kleinigkeiten, das finde ich völlig in Ordnung. Auf jeden Fall mega schön gemacht. Tolle Fels- und Terraforming-Kombination. Schön bepflanzt. Schöne Atmosphäre hier. Sehr coole Idee. Vor allem können dann die Leute hier direkt essen und trinken und dabei dann rausgucken zu den Gangsgavialen. Dann gehen wir mal weiter. Sieht mega cool aus. Richtig coole Höhle. Ah, hier ist so ganz viel geplant, ne? Aber ich glaube, du hast noch gar nicht alle Bereiche fertig. Personal. Hier mal in die... Oh, ne, wir gehen nicht in die Mitte. Hier ist nämlich auch schöne Deko gemacht. Wie cool das ist auch mit diesem Glasdach. Sind wir hier unter Wasser? Wait. Ich glaube, das ist hier... Ich glaube, hier ist Wasser drüber. Das ist ja mega cool. Sind da auch Tiere drin? Also wenn da jetzt gleich ein Tier lang schwimmt, dann bin ich richtig impressed. Es sieht so schön hammer aus, aber dass darüber noch Wasser ist und wenn das wirklich noch ein Gehege ist, das wäre heftig. Ist wirklich mega cool. Ich bin gerade echt geflasht. Amerika, Afrika in Arbeit, ach, steht hier auch dran. Ja, Amerika können wir schon rein. Hier haben wir auf jeden Fall alle Kontinente. Ja, ich würde es euch auch nicht empfehlen, so einen großen Zoo zu bauen mit allen Bereichen. Ihr wisst ja, ne, die FPS geben irgendwann nach und dann hat man im Endeffekt gar nichts mehr davon. Mich interessiert gerade, ob da Tiere sind. Das sind tatsächlich Tiere. Da! Leistenkrokodile. Da schwimmen sie. Boah, das ist ja mega cool. Aber ich glaube, das sind drei Babys, oder? Ja, ich denke schon. Sehr klein. Aber mega cool gemacht, wirklich. Hammer. So, wo gehen wir als erstes lang? Ich würde sagen, wir gehen als erstes nach Asien. Das sieht toll aus hier. Das sieht mega gut aus hier, wirklich. Die Decke, du hast das auch alles so ganz leicht uneben gemacht. Dadurch sieht das sehr natürlich aus mit der Decke. So wahrscheinlich alles in Feinarbeit selber gemacht. Cool. Das Licht hier spiegelt und dann hier der Wasserfall. Mega nice, wenn man hier so reinkommt. Ist das schön hier. Das ist so richtig wie im Urlaub. Und hier haben wir ein Trampeltiergehege. Cool. Auch hier wieder ein relativ flaches Gehege, was ja auch zu so einem Wüstengehege, sage ich mal, gut gehört. Aber du hast es auch sehr gut gemacht, wie genau wie im letzten Zoo, dass das hier so minimale Höhenunterschiede immer drin sind. Also sehr, sehr gut gemacht. Cool. Da chillen dann so ein bisschen die Trampeltiere. Ist dann auch nochmal ein schöner Wasserfall. Hast du auch sehr gut gemacht. Das Plätschern hier. Ich finde die Idee cool, dass man hier rauskommt und direkt so die Sonne sieht, den Wasserfall, dann hier links diese Oase. Ach, das ist schon wirklich wie im Urlaub. Mega toll. So, hier rechts kann man dann nochmal die Gangsgavialde nochmal sehen beim Essen. Boah, die sind aber auch cool, die Tiere, ne? Die habe ich auch leider noch nie in echt gesehen. Mega nice. So, weiter geht's. Mitarbeiter, Eingänge und so hast du auch sehr gut eingebaut immer. Viel Liebe zum Detail hier auf jeden Fall. Oh, hier kann man auch nochmal reingehen. Haben wir nochmal ein paar Möglichkeiten, sich was zu essen und so zu holen. Hinten geht's auch nochmal lang. Ich dachte, ich kann mich nicht verlaufen. Ach, hier sind auch Schilder, okay. Rundgang 1 und 2, den folgen wir doch mal. Elefantenplattform. Die Plattform darf ich ja besichtigen, ne? Rundgang 1 und 2. Boah, das Dach hier.
Das hast du, glaube ich, aus dem Workshop hast du geschrieben. Sieht ja abgespaced aus. Bin mal gespannt, wie das von oben aussieht. Wow, wie cool. Guck gleich mal an, wie nah die Elefanten hier rankommen. Die kann man schon fast streicheln. Ey, Leute, es steht im Weg. Wir wollen alle nah an den Elefanten ran. Ist mega cool, dass die hier so nah rankommen. Natürlich auch gerade ein bisschen Zufall. Oh, wie süß. Mama mit Baby. Baby hat's eilig. Ist auf jeden Fall ein indischer Elefant. Logischerweise ist ja auch Asien, ne? Der Kontinent. Ach toll. Sehr schön. Hinten ist natürlich noch ein bisschen kahl. Da bist du wahrscheinlich noch nicht zugekommen. Aber ansonsten hast du schon echt gut gemacht. Hast doch versucht, keine unnatürlichen Barrieren hier zu machen. Das ist alles hier schön mit Klippen abgesteckt. Oh, wie süß. Cooles Gehege. Da können die schlafen. Man kann alles super gut sehen. Das sieht hier alles so idyllisch aus. Und dann schön diese Atmosphären-Sounds. Ah, ganz toll. So, jetzt gehen wir mal auf Rundgang 1 und 2. Hier kommt die erste Brücke nach oben. Die hast du sogar selber gebaut. Eigenes Geländer und hier alles schön abgedeckt. Mega cool. So, wir gehen natürlich als erstes Rundgang 1 machen. Das Schild. Sollen wir in den Felsen gehen? Ich denke mal hier lang, ne? Ja. Sehr gut. Hier geht es über die nächste Brücke. Wollen wir nochmal runter gucken. Oh, da sieht man sogar Tierchen. Ja, hier diese Düsen, die sehen irgendwie... Die habe ich ja vorhin schon gesehen. Die sehen irgendwie ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Bin unrealistisch. Aber ansonsten sieht das echt cool hier alles aus. Wenn man hier auch nochmal die Ganges Gaviale sehen kann, ist echt toll. Die kann man wirklich aus jedem Blickwinkel sehen. Beim Schlafen, beim Fressen. Von oben, von unten, am Eingang. Ah, das ist schon nice. Und Gang 1, den gehen wir natürlich weiter. Auch cool, dass du hier das Geländer so ein bisschen angeschrägt hast. Finde ich cool. Oh, hier sieht man nochmal den Eingangsbereich. Wie schön das aussieht, ne? Auf Wiedersehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Richtig viel Liebe zum Detail hier. Hier haben wir ein taiwanisches Schwarzbärgehege. Hey, wo sind sie denn? Die Dudes. Hast ja auch alles eingebaut, schön mit Klippen. Sieht man nochmal die Leistenkrokodile. Haben wir die nicht gerade auch schon gesehen? Ach stimmt, die haben wir von unten gerade gesehen, ne? Das heißt hier unten drunter. Genau. Hier ist nämlich die Eingangshalle. Wie cool. Sind wir über der Eingangshalle. Hier sieht man nochmal das Gehege dann von den Leistenkrokodilen. Mega schön. Coole Idee. Oh Gott. Das funktioniert hier? Okay. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt, weil das hier ein Bärengehege ist. Da oben ist auch schon Mama Bär. Da klettert sie. Da unten ist das. Oh, da ist der Papa und das ist Baby. Der setzt sich erstmal hin. Auch schöne Tiere, ne? Definitiv. Haben ja auch schöne Kletter. Ja, Gelegenheiten. Ach toll. So, hier gehen wir weiter. Mal nochmal überall reingucken. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich finde die Idee mega cool, dass du hier unten dieses mit der Eingangshalle so verbunden hast. Finde ich so cool. Ah, hier sieht es aber noch ein bisschen kahl aus. Aber es sieht schon irgendwie cool geschwungen aus. Aber ich glaube, so der ein oder andere Felsen hier mehr. Ich weiß nicht. Sieht trotzdem mega cool aus. Ich will nicht meckern. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Weil dein. Oh, das ist auch ein Gehege hier. Cool. Habe ich gar nicht mit gerechnet, weil es so klein ist. Aber hier sind chinesische Schuppentierchen drin. Und selbst hier in der Höhle hast du das schön gestaltet. Oh, cool. Ach, hier sieht man auch nochmal ein Schild. Ja, nicht schlecht. Also sehr klein, sehr verwinkelt und verwuchert. Aber toll gemacht, definitiv. Hier geht es dann auch nochmal weiter. Hier kann man die dann nochmal beim Schlafen sehen. Die Schuppentierchen. Also das hast du richtig toll hier gemacht, alles. Oh, hier sieht man dann auch nochmal die... Leistenkrokodile beim Schlafen. Da kommen sie gerade, die ganzen Babys. Sehr idyllisch hier. Hier geht es schon über die nächste Brücke. Hier kann man auch noch mal reingucken. So, das ist hier schon alles sehr durchdacht. Okay, hier sieht natürlich ein bisschen unrealistisch aus, dass das Wasser hier einfach so anfängt zu plätschern. Ich glaube, das hättest du noch so ein bisschen mit Fliesen und so machen müssen hier, so Düsen.
Hätte ich es, glaube ich, noch ein bisschen realistischer gestalten können. Boah, das ist echt cool. War das jetzt der erste Rundgang? Ah, hier ist sogar noch mal ein Tier zum Raten für uns. Oh Gott, Skorpione. Hab keine Ahnung. Ich habe jetzt auch keine Lust zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Ne, scheiß drauf. Bin ich jetzt zu faul zu. Oh, hier sind auch noch Toiletten. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Auch sehr gut eingebaut. Bin hier auch so mit so Holztüren versteckt. Nicht schlecht. Das heißt, wir haben jetzt Rundgang 1 hinter uns gebracht. Jetzt geht's zu Rundgang 2. Geht's hier über die Brücke. Waren wir hier nicht gerade schon? Ja doch, bei dieser Brücke waren wir schon, ne? So, geht's hier zurück. Rundgang 2. Ah, wo sind wir hier? Ah, hier können wir nochmal auf die Elefanten runtergucken. Jetzt sehen wir auch das Dach. Oh, das sieht ja cool aus. Ein Strohdach. Das ist cool. Hier rechts ist noch leer. Gucken, wo es jetzt hier hingeht. Geht wieder in eine Höhle. Liebe ja Höhlen, ne? Okay, hier geht es doch nicht in eine Höhle. Wir flitzen hier lang. Oh, hier haben wir einen Tiger. Tigergehege. Auch wieder einen schönen Wasserfall. Wo ist denn der Tiger? Da! Was sagt der? Sibirisch oder Königstiger? Ich denke mal Königstiger, weil sibirischer Tiger mag ja eher Schnee, ne? Ne, sibirischer Tiger, tatsächlich. Okay, das wird dem wahrscheinlich ein bisschen zu heiß sein. So tropisch, wie das hier ist. Naja, man kann ja im Sandbox-Modus solche Bedürfnisse ausstellen. Können die hinten auch noch hoch? Nee. Okay, nee. Aussicht, Tiger und Panda. Also, dass du das so ausgeschildert hast, ist mega praktisch. Oh. Guck mal, man kann sogar wieder ein Schild zurück zum Rundgang 2 hast du hier hingemacht. Nicht schlecht. Damit ich mich auch ja nicht verlaufe. Oh, hier hast du sogar cool beleuchtet in der Höhle. Kann man dann nochmal die Tiger beim Schlafen sehen und nochmal von unten angucken. Okay, die Brücke hier hättest du vielleicht noch von unten ein bisschen gestalten können. Habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich dieses Beton oder was das ist nicht so gerne mag, dieses standardmäßige. Ja, so ein bisschen hättest du noch ausschmücken können, vielleicht mit Holz oder so. Das hätte cool ausgesehen. Hier ist auf jeden Fall das Tigergehege. Finde ich auch cool. Auch sehr verwinkelt, aber gefällt mir gut. Weiter geht's. Jetzt geht's zu der Panda-Aussichtsplattform. Da sind die Pandas. Hier ist ganz viel Bambus und Eukalyptus und... Ne, Bambus ist das eher, ne? Auf jeden Fall cool. Richtig schön grün, das Gehege hier. Panda sind auch... Oder Pandas sind auch süße Tierchen. Schläft da eine? Ja, hier. Oh. Versteckt sich. In dem Gras. Wieder schön Wasser. Ich mag auch diese... Aussichtsplattform sehr gerne. Das Dach ist cool. Kann ich schon verstehen, dass du dir das aus dem Workshop geholt hast. So, jetzt geht's wieder zurück zum Rundgang. Rundgang 2. Was haben wir denn hier? Oh! Komodo-Warane. Wie alt werden die eigentlich? Die werden gar nicht so alt. Manche Reptilien werden ja mega alt, deswegen hätte es ja auch sein können, dass die alt werden. Man scheint nicht. Aber auch coole Tierchen. Oh, da sprintet er ab ins Wasser. Scheint planschen zu wollen. Sieht auch cool aus. Auch sehr cool, wie du das hier gelöst hast, dass man hier so rüberschauen kann ohne Geländer. Und dann einfach so ein bisschen Wasser als natürliche Begrenzung. So, hier haben wir den roten Panda. Auf der anderen Seite sehen wir nochmal den normalen Panda. Der snackt sich da auch gerade was und guckt uns an. Den haben wir ja gerade schon gesehen von der Plattform hier vorne. Deswegen gucken wir mal eher nach links, würde ich sagen. Also das mit den Aussichten hast du echt gut geregelt. Die Tiere kann man gut sehen. Und auch die Shops hast du hier cool angeordnet. Nicht alle so gerade, sondern alle so ein bisschen versetzt. Und dann in so einer Höhle drin. Finde ich interessant. Sieht cool aus. Gute Idee. Und auch hier schöne Bänke überall platziert und Mülleimer. Immer so an den Rand, dass die auch überhaupt nicht stören. Passt auf jeden Fall sehr gut ins Bild. Wo sind denn die roten Pandas?
Wir gehen hinein. Ihre Verstecken gibt's nicht. Oh, die schlafen gerade. Klein Süßen. Haben wir auch ordentlich Klettermöglichkeiten. Gehege ist, denke ich mal, auch locker groß genug. Oh, wir sind immer noch im asiatischen Bereich. Ich glaube, dein Zoo ist voll groß. So, hier ist das. Panzernashorn. Oh, das schläft direkt hier vorne. Liebe Nashörner. Nashörner sind richtig coole Tiere. Ich glaube, die sind aber auch vom Aussterben bedroht, die meisten Nashornarten, oder? Weil die einfach von Wilderern wegen dem Horn, glaube ich, gejagt werden. Voll traurig. Solche schönen Tiere. Ja, erstmal als schön gelobt. Danke dafür. So, jetzt nehmen wir ein paar Shops. Sehr cool. Oh, hier kann man dann auch nochmal so runter gucken. Ist auch toll. Also man hat wirklich tolle Aussichten auf deine Gehege. Das hast du super gelöst. Kann man echt alles sehen, alle Winkel. Auch das hier ist sehr verwinkelt. Schöne viele Höhenunterschiede. Super interessantes Gehege. Definitiv. So, weiter geht's. Diese Richtung. Tada. Er öffnet sogar die Tür für uns. Hier sind wieder die Kamele. Ich glaube, wir sind einmal rund gegangen. Ja. Einmal rund gegangen vor allem. Einmal im Kreis gelaufen. Also das mit den Elefanten ist echt cool, dass die immer herkommen. Ich glaube, das liegt daran, dass du hier den Wasserbereich hier vorne hingemacht hast und die dann hier immer trinken und planschen kommen müssen. Hast du wirklich gut gelöst. Nicht schlecht. So, weiter geht's zum Eingangsbereich. Wir haben Asien hinter uns. War ein ganz toller Bereich, hat richtig Spaß gemacht. Von Anfang bis Ende. Du hast dir richtig Mühe gegeben, das sieht man auf jeden Fall. Und jetzt geht's nach Amerika. Ja, auch hier der Gang ist wieder richtig toll gemacht. Ich finde das auch cool, wie du das immer so abgestützt hast mit so den Felsen und so ein bisschen. Das hast du ganz toll gelöst. Und jetzt geht's nach Amerika. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, der Felsstil scheint sich hier nicht zu ändern oder so. Den hast du beibehalten. Alles so ein bisschen wüstmäßig. Oh, das ist sehr cool. Und oben rein. Finde ich auch gut, dass du das hier abgestützt hast. Nicht schlecht. Auf jeden Fall ein Bärengehege. Ich glaube, Grizzlybären. Nur wo verstecken sie sich? Die Schlingels. Kriegen wir hoffentlich gleich noch zu Gesicht. Aussichtshütte, da gehen wir gleich hin. Und dann machen wir ja Rundgang 3. Also du hast so gut ausgeschildert. Und auch die Wege hier sind ganz cool gemacht. Die sind auch relativ angenehm von dem Steilheitsgrad her, finde ich. Das hast du sehr gut gelöst. Was haben wir denn hier? Hier keine Tiere. Ach da! Hier sind Wölfe. Jetzt sind wir schon in dieser Hütte hier oben drin. Cool. Oh, die Stützen gehen gar nicht ganz bis zum Dach, wenn du mal schaust. Wir hören da einfach oben auf. Ich glaube, das ist nicht so gewollt. Aber finde ich gut, dass du das in der Mitte noch abgestützt hast, hier das Haus. Dadurch ist es ein bisschen realistischer, als wenn du das einfach weggelassen hättest. Also du hast es zumindest versucht. Das ist halt nicht ganz geglückt. So, wo sind die Wölfis? Hier könnte man auf jeden Fall dann, glaube ich, nochmal die Wölfe beobachten. Auch wieder ein sehr interessantes Gehege von den Höhenunterschieden und so. Können wirklich von hier oben bis da unten laufen. Also sehr coole Gehege hast du immer gemacht. Sehr verwinkelt, aber sehr interessant. Ist echt spannend, die sich anzugucken. Und hier kann man dann nochmal perfekt runtergucken. Da sind wir gerade lang gelaufen. Jetzt sehen wir auch nochmal die Bären. Hier ist auch nochmal eine schöne Höhle. Ach toll. Das Einzige, was so ein bisschen, was ich noch bemängeln muss, ein bisschen, du hast alles in diesem, ja, ich sag mal, Wüstenstil gemacht, ne? So Sahara-Stil. Das so Sahara-Felsen und sowas, ne? Ich glaube, das wäre ganz cool gewesen, hättest du hier andere Felsen und so benutzt. Also in den verschiedenen Bereichen sozusagen. Dass du vielleicht bei Asien andere Felsen benutzt hättest oder so. Das wäre, glaube ich, ganz cool gewesen. Aber es sieht jetzt nicht schlecht aus. Das würde ich damit auf keinen Fall sagen. Ist wahrscheinlich auch realistischer, dass wenn du in so einem Felsgebiet, wo es diese Felsen gibt, baust, dass dann alle Felsen so aussehen. Wahrscheinlich realistischer. Vielleicht kann man sich auch nochmal hinsetzen. Was ist das mit den Wegen? Hast du ja auch echt elegant gelöst.
Ich finde, das geht noch total klar hier von der Steilheit. Auch wenn es hier so ein bisschen uneben und hügelig ist. Aber noch sehr angenehm zum Laufen. Ich bin gleich mal gespannt, wie das Ganze von oben aussieht. Das sieht alles so schön in einem Guss aus, was du hier gebaut hast. Wie schön das hier aussieht schon wieder. Das sind die Bisons, hier auch schöne Deko. Schöne Felsarbeit hier wieder. Schöner Wasserfall da hinten. Gut, da sieht man ein bisschen die Düsen. Und hier oben hättest du es, glaube ich, noch ein bisschen verstecken können. Hier wieder sehr schön mit dem Terraforming gearbeitet. Super interessant. Wow. Hier geht es dann wieder nach unten. Hier kann man dann die Bisons beim Schlafen nochmal beobachten, ne? Ja, genau. Cool. Und dann geht es hier wieder hoch. Gehen wir dann wieder Vivarien. Eine gelbe Anaconda. Und die finden wir doch auf die Schnelle, oder? Da oben ist sie. Da. Und was haben wir hier? Eine Boa Constrictor. Die sollten wir eigentlich auch finden. Und wahrscheinlich auch irgendwo im Baum. Oder schlingt sich gleich um meinen Hals, wenn ich sie nicht sehe. Da ist sie. Hat sich sehr gut versteckt. Boah, Schlangen. Nee. Schlangen muss ich jetzt auch nicht auf dem Arm haben, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Wollte ich nicht Rundgang 3 machen? Wait. Nee, ich will jetzt nicht zurücklaufen. Eingangsbereich gehen wir zur Not. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Gazellengehege. Nicht Gazellen, Springbock wird es wahrscheinlich sein. Oder Gabelbock. Ah, ich verwechsel sie immer. Gabelbock natürlich. Jedes Mal diese ganzen Böcke, Gazellen und... Oh, damit komme ich echt durcheinander. Sehen für mich fast alle gleich aus. Wobei, eigentlich sehen die schon anders aus. Ich kann es mir nur einfach nicht merken. Sind alles Bambis. Aber hübsche Tierchen. Und auch wieder tolle Atmosphäre hier. Auch schön gestaltet hier alles. Wow. Auch hier wieder super interessant, das Gehege. Oh, guck mal, die können sogar hier hin. Und da sind wir gerade lang gelaufen. Das ist echt krass, wie durchdacht dein Zoo ist. Wir können mal wissen, wie du den gebaut hast. Ob du dir vorher so einen Plan gemacht hast. Wahrscheinlich schon. Hier sind nochmal die Wölfe. So. Ich glaube, das war Rundgang 3, den wir jetzt hier gemacht haben. Ne? Erfolgreich? Ich denke schon. Wir machen jetzt mal Rundgang 4. Ich glaube, wir haben sogar nichts falsch gemacht. Oh, da oben ist auch noch ein Weg. Hier geht es auch nochmal rein. Nehmen wir ein paar Fressbuden. Darf natürlich auch nicht schaden, ne? Hast du auf jeden Fall dran gedacht. So, und jetzt geht's. Wir gehen nochmal hier hoch. Oh, hier kann man nochmal Tapire sehen. Oder auch nicht. Verstecken sich natürlich. Aber das ist auch sehr große Gehege immer gemacht. Und halt sehr verwinkelte. Haben die schöne Rückzugsmöglichkeiten, die Tierchen. Oh, hier ist nochmal so eine richtige Plattform, wo man sich hinsetzen kann, ausruhen kann. Auch alles schön gestaltet. Hier kann man nochmal runter gucken. Ein bisschen die Aussicht genießen. Mega toll. Wie ich den jetzt hier lang? Ich glaube, ich sollte mich an den Schildern orientieren, Leute. Wir gehen jetzt Rundgang 4. Rundgang 4. Jetzt geht's weiter. Hier müssten die Tapire sein. Vielleicht sehen wir die gleich nochmal. Da ist er. Auch sehr hübsche Tierchen. Ich glaube, das ist jetzt ein Baby, ne? Diese gepunkteten, gestreiften. Ja, gestreift eher. Also beides. Fleckigen, sagen wir mal. Ja, wie cool, dass du hier auch gestaltet hast mit den ganzen Felsen und so. Hammer. Und auch hier hast du die ganze Brücke wieder selber bebaut mit dem Geländer. Da hast du so viel Arbeit reingesteckt. Krass. Dann wieder ein paar Vivarien. Hast du auch hier sehr schön eingebaut. Ich lasse jetzt mal außen vor die Tiere da drin. Habe ich einfach schon zu häufig gesehen. Oh, wir Schildkröten. Und man muss auf jeden Fall sagen, du hast nicht zu viele Schildkröten. Das habe ich jetzt mittlerweile schon echt häufig gesehen, dass die sich ohne Ende vermehrt haben. Das ist die Galapagos-Schildkröte. Auch tolle Tierchen. Voll riesig, finde ich die. Cool. So. Ist immer noch Tapir hier, ne? Ja, ich glaube schon. Man hat wirklich immer die ganze Zeit den Blick auf zwei Gehege gefühlt, links und rechts. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ist aber gut, wenn hier viele Leute im Zoo sind, hat man auf jeden Fall immer was zu gucken. Steht keiner am Weg.
Auch wieder toll gestaltet, das Gehege. Und auch die ganze Zeit diese Atmosphären-Sounds. Oh, jetzt haben wir hier so Schneeschafe, Arktistiere in der Wüste. Das sieht auch cool aus. Ja, aber für so Schafe oder solche Ziegen oder was das sind. Das sind ja eigentlich Schafe, ne? Dall-Schaf sind das ja. Und das sind ja auch so solche Böcke, sag ich mal. Sind ja solche Klippen eigentlich immer ganz cool, ne? Ich glaube, das mögen die in echt ja gerne. Durch das Gehege, glaube ich, ziemlich passend. So. Ach, mega interessant hier, das Gehege. Total spannend. Und jedes Gehege sieht auch anders aus. Also, das ist echt super. Und hier geht es dann wieder zurück. Ach, okay. Und dann geht's hier rauf und dann haben wir, glaube ich, alles geschafft. Wobei, es geht natürlich noch zurück zum Eingangsbereich. Jetzt nehme ich hier nochmal lang. Und ich glaube, dann haben wir uns nicht verlaufen. Du hast das wirklich super ausgeschildert. Genau, hier waren dann nochmal die Gabelböcke. So, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Wir gucken jetzt mal von oben. Also wirklich, klasse Zoo. Hat richtig Spaß gemacht. Oh, jetzt leckt es gerade erstmal beim Rauszoomen. Man sieht halt wirklich, wie viel Mühe du dir gegeben hast. Echt cool aus. Oh, ich muss hier nochmal eben eine Sache anmerken. Also ich glaube, das hier hätte ich nochmal so ein bisschen abgestützt, die Brücke. Und auch vielleicht von unten aus gekleidet. So als kleine Verbesserung. Also so ein paar Stützen, so Querstützen oder so, wären, glaube ich, ganz cool gewesen. Weil es, glaube ich, ein bisschen unrealistisch ohne Stützen. Na gut, hier hast du sogar Stützen gemacht. Sehr gut. Das sieht man jetzt aus Besucherperspektive wahrscheinlich eher nicht, aber wobei, man hätte es sogar sehen können von hier hinten. Aber nicht wirklich. Die Brücke ist eigentlich ganz gut versteckt. Sieht aber wirklich toll aus hier. Denn diese wunderschöne Eingangshalle, die man gar nicht sieht, weil die einfach hier unten drin ist. Also das war wirklich eine Hammeridee. Für mich auch ein absolutes Highlight. Aber dein gesamter Zoo war wirklich echt toll gebaut. Schaut euch mal diese ganzen Höhenunterschiede an bei diesen ganzen Gehegen. Das ist wirklich toll. Hier geht es dann hoch, runter. Also das ist alles wirklich, glaube ich, so durchdacht. Du hast ja auch alles ausgeschmückt. Ich hoffe, ich habe alles gesehen. Ansonsten müsst ihr euch das nochmal selber angucken. Der Speicherstand ist ja unten in der Videobeschreibung. Wir schauen jetzt nochmal ganz kurz bei Nacht. Bin ich ja mal gespannt. Aber ich glaube, große Lichter habe ich gar nicht gesehen. Nee, sieht auch sehr dunkel aus. Ich glaube, wenn du den Eingangsbereich hier nochmal so richtig krass beleuchten würdest, würde das mega gut aussehen. Oh, hast du sogar so ein bisschen. Okay, das sieht schon ziemlich cool aus hier, diese Kontinentschilder. Also das hast du schon sehr schön gemacht. Okay, das sieht wirklich cool aus. Jetzt müssen wir hier nur wieder rauskommen. Gott, wir fliegen am besten raus. Auf Wiedersehen. Ha, ich glaube, wir haben alles gesehen. Und mit diesem wunderschönen Bild würde ich sagen, verabschiede ich mich. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Jenny. Jenny war der Name. Oder? Okay, ich habe sicherheitshalber nochmal nachgeguckt. Das war wirklich Jenny. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Jenny fandet. Ich fand ihn mega cool. Also hat richtig viel Freude gemacht und richtig viel Spaß gemacht, deinen Zoo zu besichtigen. Der ist, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung auch verlinkt, da könnt ihr da mal runterladen und selber ausprobieren. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, dazu stehen auch alle Infos unten in der Videobeschreibung. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Bleibt gesund, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.